Nächster Redner ist Wolfgang Katzian von der SPÖ. Wolfgang Katzian. Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einige Wortmeldungen schon zum Thema gehabt, andere nicht zum Thema. Mich hat vielleicht, bevor ich einsteige, Herr Loacker, Ihnen nur sagen, schauen Sie noch einmal auf, wie es gibt auch zwischenstaatliche Abkommen in der österreichischen Sozialversicherung. Es gibt auch Koordinierungsaufgaben, die der Hauptverband in Europa vornehmen muss. Also tun Sie sich da nicht herstellen und sagen, das sollen Sie brausen, die brauchen kein Büro in Brüssel. Dort sitzt eine Person und die wird koordiniert. Und da geht es um zwischenstaatliche Geschichten. Wenn Sie das einmal durchlesen, werden Sie es vielleicht auch verstehen. Und Ihre Ergüsse zu den Pensionen haben wir da eh schon öfters diskutiert. Sie wollen die Pensionen kürzen am Ende des Tages und das ist ein Faktum. Also braucht man das, glaube ich, auch nicht weiter diskutieren. Man muss nur wiederholen, weil mit Ihrem Geschwurbel da rundum herum hört sich das für manche vielleicht ein wenig anders an. Die Europäische Union als Friedens- und Wohlstandsprojekt wird in Zukunft nur dann funktionieren, wenn sie von den Menschen akzeptiert wird. Und wenn die sozialen Anliegen, insbesondere der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa, in den Vordergrund gestellt werden. Die Menschen wollen Frieden, sie wollen sich weiterbilden, sie wollen arbeiten, sie wollen sich frei entfalten können, sie wollen in Gesundheit und glücklich alt werden und am Ende des Tages in Würde ihren Lebensabend verbringen. Diese Bedürfnisse müssen im Mittelpunkt der Europäischen Union stehen. Und das Ganze auf der Basis eines solidarischen Sozialstaates zu ermöglichen. Und wenn heute schon über übergeordnete Ziele gesprochen wurde, so geht es meiner Meinung nach auch darum, deutlich zu machen, dass übergeordnete Ziele der Europäischen Union eben nicht nur der Freihandel sind, eben nicht nur das freie Spiel von Kapital und internationalen Konzernen, sondern dass ein übergeordnetes Ziel auch ein soziales Europa ist. Und wenn die ÖVP erst vor kurzem gemeint hat, wer das fordert, das ist eine gefährliche Drohung und er unterliegt der Sozialromantik, dann sage ich einmal, mit dem kann ich ganz gut leben. Ich finde es befremdlich, dass das abgelehnt wird, weil auch heute schon in der Diskussion zum Ausdruck gekommen ist, dass die Europäische Union vor wichtigen Weichenstellungen steht. Der Brexit mit allen Folgen wurde schon thematisiert. Fehlendes Vertrauen in demokratische Institutionen und unabhängige Medien, Aufschwung von Rechtspopulismus und Extremismus bringt die europäische Solidarität ins Wanken. Daher ist eine Fortsetzung einer lupenreinen Politik, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen, in Richtung Deregulierung und des neoliberalen Projektes meiner Meinung nach völlig fehl am Platz. Das wird zwar die Herzen vielleicht der industriellen Vereinigung gewinnen, aber sicher nicht die Herzen der Menschen. Und es geht uns und muss uns um die Bedürfnisse der Menschen gehen. Und wenn es um Perspektiven der Budgetpolitik geht, dann erwarte ich mir auch, dass es um Themen geht, die die unmittelbare Lebens- und Arbeitssituation der Menschen betreffen, für die auch die entsprechenden, auch fiskalischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Da gibt es durchaus ein paar Punkte, Herr Finanzminister, die Sie angesprochen haben, die ich ähnlich sehe und wo ich glaube, an denen man auch gemeinsam weiterarbeiten kann. Was schade ist, ist, dass in den bisherigen Ausführungen meiner Meinung nach die ganze soziale Frage wesentlich zu kurz gekommen ist. Und ich bin der Meinung, Europa wird nur dann eine Zukunft haben und funktionieren, wenn auch die soziale Frage entsprechend gelöst wird und im Zentrum aller Aktivitäten der europäischen Politik steht. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, zum Abschluss rund um die aktuelle innenpolitische Situation schon auch eine Anmerkung machen. Ich habe sehr, sehr große Sorge und ich artikuliere diese Sorge auch in Wahrnehmung der Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denen es um Frieden geht, um ordentliche Löhne, um Arbeitsplätze und um soziale Sicherheit. Und wenn Einzelne jetzt schon unterwegs sind und ich das von verschiedenen Seiten höre, die meinen, jetzt kommt so die richtige Modernisierung in diesem Land und sie meinen damit Sozialabbau, den 12-Stunden-Tag, Lohnraub und die Abbau und Beseitigung der Mitbestimmung, da möchte ich alle warnen,
solche Schritte ernsthaft anzudenken, weil das schaut dann so aus, als würde man sich hier auf den Weg machen, eine autoritäre Gesellschaft der Eliten mit Herrenmenschen und Untermenschen zu zimmern. Und das hat sich dieses Land nicht verdient. Wie eine Partei und auch die Österreichische Volkspartei intern ihre Strukturen führt, ist ihre Sache. Wenn man das autoritär macht, dann habe ich kein Problem damit. Sollte jemand der Meinung sein, das wäre ein Modell für die Republik, dann wird es viele, allen voran die österreichischen Gewerkschaften geben, die das verhindern werden. Die soziale Frage muss künftig in der EU eine größere Rolle spielen, sonst wird der Zusammenhalt gefährdet.